Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4, der Wii Edition. Ja, meine lieben Leute, wir haben alles Mögliche gespielt. Wir haben die Hauptstory gespielt. Wir haben Separate Ways gespielt. Wir haben Assassin mit Ada gespielt. Wir haben The Mercenaries gespielt. Ja. Und damit haben wir eigentlich schon das gesamte Spiel durch. Also wir haben alles Mögliche gespielt, was es zu spielen gibt in Resident Evil 4, aber ich würde sagen, es gibt noch einen Bonuspart. Also ich nehme für euch einen Bonuspart auf, wo ich euch die Bonuswaffe nochmal zeige und demonstriere, die ich freigeschaltet habe, nachdem ich bei The Mercenaries mit allen Charakteren 5 Sterne in jedem Level erlangt habe. Und ich würde sagen, das lohnt sich so als kleiner Bonuspart. Ich muss mal gucken, wie lange ich den Part hier mache. Ich denke mal, der wird gar nicht mal so lange gehen, aber ich würde sagen, das nehme ich als kleinen Bonuspart und als kleinen Abschiedspart für dieses wunderbare, wunderschöne und tolle Projekt. Und es ist dann endlich vorbei. Nein, es ist dann leider endlich vorbei, weil, ja, das geht ja auch schon wieder eine Weile und, man kennt's ja, bei mir dauern Projekte manchmal länger, als sie eigentlich geplant waren. Aber gut. Leute, fucken wir gar nicht lange. Bis gleich. I receive special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Alles klar, Leute. Wir sind hier mit Leon S. Kennedy mal wieder, again, back. Wir sind back mit Leon S. Kennedy und ich habe sein cooles Outfit dafür genommen. Warte mal, wie kann man denn nochmal hier posen? Kann man nicht irgendwie hier posen? So ganz komisch. Wie kann man nochmal posen? Geht das überhaupt? Okay, so lädt er nur nochmal Deule nach. Ja, und seht mal, Leute, die Waffe hat unendlich Schuss. Wir könnten unendlich damit rumballern, richtig geil. Das konnte ich zumindest, wo ich die Waffe freigeschaltet habe, erst nicht. Ich musste sie erst aufleveln und habe dafür auch Munition sogar bekommen. Hier, diese gelben Dinger hier, diese zwei. Das war die Muni dafür. Und ganz schön funny auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall da schon Bock gemacht und jetzt aber, da ich die ja voll aufgerüstet und voll aufgelevelt habe, hat die jetzt unendlich Schuss. Und guck mal, wie er sie hält, Alter, das ist so episch. Vor allem episch, aber sieht schon geil aus, Alter, Leon, ey, du richtiger Macher. Richtiger Macher. Oh Gott, Alter. Wie gehört es denn den Polizisten hier? Get this over with, will you? Hör mal, komm mit, bring das hinter dich. Ja, ist ja gut. Alter. Ja, und das würde ich sagen, nehmen wir als kleinen Bonuspart, indem ich mit dieser Waffe einfach ein bisschen rumballer und ich zeige einfach, was diese Waffe einfach so drauf hat und wie schnell wir wahrscheinlich die Dorfbewohner alle killen oder wie schnell wir mit den Dorfbewohnern mit dieser Waffe einfach mal fertig werden. Alter. Alter, wenn man mit der Waffe schießt, Alter, das hört sich schon heftig an. Ja, Mann. Die armen Vögel. Die armen Vögel, Alter. Ja, Mann, Alter. Der erste Dorfbewohner wartet da schon auf uns. Und Leon mit seinem coolen Outfit hier, mit seinem coolen Special-Outfit, ne?
so ein Gangster-Outfit, Mafia-Boss-Outfit oder sowas, ne? Ist schon geil. Das Outfit von Ashley ist in diesen, ist mit diesem Outfit auch, auch richtig geil. Also, wenn Leon dieses Outfit anhat, dann hat sie einfach eine Ritterrüstung an. Und, ja, das ist schon funny. Das Schöne ist daran, der kann dann nichts passieren. Die ist dann geschützt. Also, die Dorfbewohner können ihr gar nichts. Die können sie nicht töten, sie können sie nicht mitnehmen, weil die, mit ihrer Ritterrüstung ist sie auf jeden Fall zu schwer, um sie überhaupt tragen zu können. Also, das heißt, mit dieser Ritter, mit dieser Ritterrüstung ist sie auf jeden Fall, safe. Also, man braucht sich gar nicht mal um die kümmern. Also, so hat man das auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Dieses alte Laster dieser alte Laster blockiert den Weg. Vielleicht gehört er einem der Dorfbewohner. Ja, das könnte sein, das könnte sein. Man kann es nicht mal kaputt machen. Schade. Dieser Laster hat anscheinend, der ist anscheinend, sehr hart gepanzert. Auf jeden Fall. Sehr realistisch. Okay. Töten wir unseren ersten Dorfbewohner. Hallöchen! Bam! Leute. Was sind das denn für Leute? Ja. Auf Wiedersehen, Polizisten. Shit. Oh, scheiße, Alter. So ein Mist. Schon wieder. Ja, geil, Leon. There was a hostile local. Geil, Leon mit seinem Hut, Alter. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Understood. Die Eier sind da! Ja, genau. Die Eier sind nicht da. Die Eier sind da, aber ich habe wieder keine bekommen, also habe ich schlechte Laune. Genau. Er ist kein Zombie. Genau, genau, genau. Er ist kein Zombie. Ach ja, nochmal für alle Leute, die Resident Evil 4 kennen und sagen, dass es hier nochmal Zombies mit Waffen gibt oder sowas. Es gibt hier keine Zombies mit Waffen, weil das keine Zombies sind. Weder in Teil 4 noch in Teil 5. Also es sind keine Zombies. Keine. Ich wiederhole es gerne sogar immer und immer wieder. Weil, ja. Ich weiß nicht, warum manche Leute... okay, vielleicht sagt man das aus Reflex, weil... Weiß ich nicht. Mit Zombies ist man bei Resident Evil vielleicht ein bisschen aufgewachsen oder sowas. Aber das sind hier keine Zombies. Das sieht man doch. Hallöchen, das war ein bisschen daneben. Guten Tag. Lass die Party beginnen. Bam! Bam! Wie? Das war schon? Ach, ich bin auch doof. Ich habe auch den leichten Spielstand genommen. Kein Wunder, warum da auch auf einmal viel weniger Gegner sind. Das waren da eigentlich sogar 3. Oder 4. Nee, 3, glaube ich. Oder waren es doch 4? Ach, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich hab den leichten Spielstand genommen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Shit. Das war nicht geplant. Ach, kein Wunder, warum die Gegner so leicht sind. Aber nee, ich denk mal, wenn die Gegner hier mit einem Schuss down sind, dann werden die auch im normalen Modus mit einem Schuss down gehen mit dieser Waffe. Also von daher, ich hab nicht geschummelt. Das wäre dann im Normalmodus auch so. Nein! Cash! Schon wieder. Cash ist schon wieder weg. Oh, Hündchen, ich helfe dir. Er ist frei. Ich habe ihm geholfen. Also ich habe auf die Falle geschossen, nicht auf den Hund. Auf den Hund würde ich niemals zielen, nee. Nee. Das kann ich nicht haben. Das würde ich... Nee, das macht mich dann traurig. So, weg damit. Weg damit. Brauch keine Sau. Unvorstellbar! Oh nein! Weg damit! Dankeschön. Oh, Cash. Danke für dein Geld. Das ist sehr lieb von dir. Sowas kann ich gut gebrauchen.
Da würde ich gern einen rauchen. Nein, ich rauche nicht. Ich werde es auch niemals tun. Das hatte ich nie gemacht. Ich habe das tatsächlich noch nie geraucht. Kann ich euch empfehlen, es nicht zu tun, weil, eklig. Spart euch sehr viel. Spart euch erstens Geld und spart euch zweitens, eine ungesunde Lunge. Genau. Also deswegen kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also, ne? Also, empfehlen es nicht zu tun. Ey, du. Bäm! Du kleiner Penner, du. Haut er mir erstmal eine rein, ne? Was habe ich denn getan? Ich bin auch ein unschuldiger Junge. Ich bin unschuldig, würde niemals jemandem etwas zuleide tun. Und was machen die? Die machen sowas. Könnt ihr das nachvollziehen, Leute? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Das geht zu weit. Leon, wie läuft's? Frag lieber nicht, Hattigan. Tut mir leid, ich schicke dir ein Spielhandbuch. Hoffentlich kannst du es gebrauchen. Ich sehe es mir mal an, danke. Ah, danke schön. Ja, schick mir mal ein Spielhandbuch. Ach, wo denn? Ja, Leon hat wieder auf einmal ganz andere Klamotten an. Wie geht das? Ach, wo denn? Komm schon. Oh, da hängt der noch aufgespießt. Alter, ist das brutal. Ach, wo denn? Ist doch komplett normal. Hallöchen. Kommen noch welche? Nö? Bäm. Tschüss. Ich sagte tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, Cash, danke. Geld sammle ich gerne ein. So, gehen wir mal ins Haus. Beschwer die Kettensägenmann herbei. Ey, hol mal wieder die Kettensäge. Ah, was sind das für Leute? Shit, Alter. Tötet den Bastard. Ah, scheiße, Kettensäge. Stell den Schrank davor ziehen. Deutsch. Stell den Schrank davor schieben. Verdammtes Arschloch, son of a bitch. Genau. Das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen wollen, Leute. Denn das macht einen doch Angst. Da hat man doch Angst. Also ich hätte es auf jeden Fall an seiner Stelle. Ihr braucht gar nicht erst reinzukommen. Ihr Deppen. Hallöchen, guten Tag. Go Hitlo. Oh, I. Oh, warte, ich will den Kettensägenmann töten. Ich will den Kettensägenmann töten. La. Wo ist er denn? Ach, da, der ist da hinten. Unvorstellbar. Nein! Lass mich! Wo ist er denn? Ich bin doch hier. Oh. Nein! Scheiße. Alter, das hat er doch taktisch geplant. Der hat doch extra gewartet, bis ich hochkomme. Alter. Okay, das war hart. Alter, das war brutal. Mann, das könnt ihr doch nicht tun. Das könnt ihr doch nicht machen. Ach, wo denn? Ist doch normal hier. Ja. Hat der Bellator? Bellator? Ja, genau. Genau. Oh, hier ist Geld. Hallo und guten Tag. Unvorstellbar. Schnell hier weg. Genau. So.
Okay, wollen wir nicht die Leute ein bisschen hier einladen? Komm. Hallöchen. Tschüss. Oh, nur ein Schuss und der ist down. Cash. Dankeschön. Hallo. Ja, Mann, alle gekillt hier. Wer will Stress? Wer hat noch nicht? Bäm. Hoho. Tschüss. Oh, ganz viel Cash. Oh. Wie, das war schon? Oh, ja, das war schon. Der Bonus-Part endet. Der Bonuspart endet! Skydet LP. Wo gehen sie alle hin? Let's Playen? Genau, sie Let's Playen. Resident Evil 4. Hunnigan, I have some bad news. Ja, Leute, das war's. Das war's. Ja, damit haben wir es geschafft. Also ich weiter werde ich nicht spielen, weiter werde ich jetzt gar nichts großartig machen. Ja, Resident Evil 4 ist damit abgeschlossen. Oh nein, oh Gott. Oh nein, das arme Huhn. Warum habe ich das getan? Das war, keine Ahnung, ich wollte einfach auf irgendwas schießen. Und keine Ahnung, irgendwie. Oh nein, oh Gott, das arme Huhn. Tut mir leid, Huhn. Ah, scheiße. Oh, ich bin so ein Arsch. Ich weiß, ich bin wirklich ein Arsch. Nein, der Kuh tue ich nichts. Keine Sorge, Leute. Die Kuh könnte man auch eigentlich töten, wenn man es möchte, mit einem Schuss. Aber, das will ich nicht. Nein, das kann ich nicht haben. Nein. Beim Huhn tut es mir schon leid, dass ich das überhaupt gerade getan habe. Alter, nein. Das war schrecklich. Nein, das ist nicht schön. Ja, aber Leute. Resident Evil 4, das Let's Play ist vorbei. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und, vor allem für die Wii, wer Resident Evil 4 noch nie auf der Wii gezockt hat, die Steuerung ist hier etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich glaube, wenn man den Dreh raus hat, da kann man damit Unmengen viel Spaß haben, weil, guck mal, wie schnell du hier damit zielen kannst. Zack, 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 zack. So, weißt du, und, das kannst du so auf der Switch oder auf Xbox oder PlayStation Controller nicht so schnell, ne? Und, okay, Gott, man kann es auch theoretisch, wenn man es über einen PC zockt, kann man wahrscheinlich auch so schnell ziehen oder sowas, weiß ich ja nicht. Aber, keine Ahnung, ich finde es auf der Wii ist einfach nochmal richtig, richtig geil. Klar, man muss ein bisschen dafür respektieren und die Abstriche dafür machen, dass das halt jetzt nicht die beste Qualität hat, ne? Das hier hat kein HD oder sowas, ne? Das ist jetzt hier alles nicht ultra gestochen scharf, das wissen wir ja alle. Aber dafür hat man einfach viel Spaß und da kann von mir aus die Bildqualität ein bisschen drunter leiden, weil Bildqualität macht halt nicht direkt ein gutes Spiel aus. Es kann auch die beschützendste Bildqualität haben. Also, okay, vielleicht nicht so viel beschissen, weil sonst kriegt man vielleicht Augenkrebs. Aber wenn das auch jetzt kein HD hat, sondern auch ein bisschen verpixelt und ein bisschen verschwommen ist, so dadurch ist ja ein Spiel gleich nicht schlecht. Das Spiel muss hauptsächlich auch einen selber Spaß machen. Und dann kannst du einfach, ja, den Spaß deines Lebens in einem Videospiel haben, ne? Das ist halt das Ding. Ja, genau. Leute, ja, warte mal, ich gehe mal zurück zum Menü. Warte mal. Geht das hier? Zurücksetzen. Genau. Resident Evil 4 Wii Edition. Ah, Leute. Ja, jetzt sind wir hier wieder am Titelbildschirm. Wo das Spiel gestartet hat, endet es auch genau hier. Gott, Alter, mir fällt das voll schwer, einfach dann immer ein Let's Play endgültig zu beenden, weil es Spaß gemacht hat und weil es geil war und weil es geil ist und ja.
Aber gut, irgendwann muss ja auch mal was enden, ne? Das ist halt der Fakt. Und ich habe auch noch so viel anderes vor. Leute, dann bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Dieser Bonus-Part hier. Und ich hoffe, euch hat das ganze Let's Play, das ganze Projekt überhaupt gefallen. Für ein Remake werden die The Mercenaries Parts auch noch folgen. Und, ja, genau. Also für das Remake. Und, ja. Aber ansonsten würde ich mich dann hier für dieses Projekt hier verabschieden. Alle Leute, die bis hierhin geguckt haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, ich wiederhole mich. Ich hoffe, euch hat das alles einfach gefallen. Und, ja, wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play halt wieder. Nicht wahr? Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Skydead AP. Ciao! My dear Spencer, how the mighty have fallen. Your umbrella has folded, and now you are a fugitive in the same world you once sought to control. Welcome to the Umbrella Archives. Please select the desired service from the menu. We shall meet again before the conclusion of this drama. Then, you will learn of the history. I will write for this world.